Und weiter im Programm, liebe Zuschauer, geht es mit einem wunderschönen Thema. Wir konzentrieren uns jetzt auf die heißen Tage, auf die schönen warmen Tage, wenn die Sonnenstrahlen endlich wiederkommen und wir draußen sitzen können und genießen. Und hoffentlich auch in den vier Wänden genießen, weil genau das, was du gemacht hast, das kennen wir von letztem Jahr, liebe Zuschauer. Und dass das nicht passiert, dass sie die warmen Tage genießen können und nicht irgendwo so eingehen. Dafür sorgen wir jetzt. Wir haben wunderbare Artikel dabei und der liebe Carsten, den habe ich auch dabei. Mhm. Und wir haben so tolle Artikel zu diesem Thema. Aber man muss gleich vornherein sagen, man muss hier wirklich schnell sein. Ja, definitiv. Das ist die Erfahrung aus den letzten Jahren, denke ich mir. Speziell aus dem letzten Jahr, aus 2015. Wir hatten einen Jahrtausendsommer. In der Spitze, in Teilen Deutschlands, über 40 Grad. Das kenne ich an sich nur aus dem Ägyptenurlaub oder aus der Türkei, von mir aus im August. Und das war also wirklich so stramm, dass die Leute zum Teil also reihenweise umgekippt sind. Ich habe permanent nur einen Krankenwagen gehört, Kreislaufkollaps und. Ich selbst habe es auch drunter gelitten. Wir haben alle drunter gelitten. Ja, und dass uns das in diesem Jahr nicht nochmal passiert, da haben einige ganz einfach vorgesorgt. Und deswegen sind die ersten Lagerbestände, die wir eigentlich fürs komplette Frühjahr eingekauft haben, zum Teil schon komplett vergriffen. Aber wir liefern natürlich nach. Und damit man überhaupt weiß, was wir für ein Wetter bekommen, und zwar lokal an der Stelle, wo sie sich aufhalten, haben wir jetzt hier mal eine wunderschöne, ich behaupte mal retromäßig angehauchte Wetterstation, die genau die Informationen vermittelt, die man im Fall der Fälle haben muss. Denn da reicht ein einziger Blick auf eine wunderschöne Optik und schon weißt du Bescheid, wie das Wetter wird. Genau so ist es. Und du hast es gerade gesagt, natürlich gibt es Wettervorhersagen. Natürlich kann man schauen, wie wird das Wetter heute oder morgen. Aber, liebe Zuschauer, das ist halt meistens so ein bisschen arg grob gesagt in Baden-Württemberg oder in der Region Schwarzwald. Aber wo genau, liebe Zuschauer, und dass Sie immer im Blick haben, genau da, wo Sie sind, eben bei sich zu Hause, ist so eine Wetterstation und jetzt gerade diese Außenwetterstation mit einem Hygro- und Barometer ein absolutes Muss. Ja, ich ärgere mich immer ein Stück weit drüber. Ich sag mal, ich komme jetzt eigentlich ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, das ist das einwohnerstärkste Bundesland. Wenn das dann heißt, die Wettervorhersage für Nordrhein-Westfalen, ganz ehrlich, da kann es in Münster ein völlig anderes Klima haben, völlig andere Temperaturen als bei uns von mir aus in Köln. Mhm. Ich habe es heute Morgen auch schon wieder gemerkt, also auch das wieder immer wieder ein Thema. Ich bin, glaube ich, bei 6 Grad oder was aus der Garage rausgefahren. Hier im Breisgau haben wir aktuell knapp 20 Grad, sagte mir mein Auto eben. Ja. Also das ist absolut dubios und verrückt und ich finde es also nahezu unerträglich vom Klima im Moment. Also wirklich ein sehr hoher Luftdruck und das merkt man auch immer wieder den Leuten an. Jeder Zweite klagt im Moment in meinem Bekanntenkreis über Kopfschmerzen. Mhm. Und deswegen beschränken wir uns hier bei unserer wunderschönen Wetterstation nicht nur auf das Thema Temperatur. Sie sehen natürlich auch im unteren Teil nochmal die beiden Elemente und da haben wir gleichzeitig auch noch ein Hygrometer und auch ein Barometer mit drin. Hygrometer für die Luftfeuchtigkeit und Barometer natürlich dann entsprechend für den Luftdruck, auf den viele Menschen eben dann doch etwas sensibel reagieren. Mit Kopfschmerzen in der Regel, Migräne, das ist so genau die richtige Zeit dafür. Und um da ganz einfach im Vorfeld Bescheid zu wissen, dass da eventuell was auf Sie zukommen kann, ist so etwas natürlich meines Erachtens unerlässlich. Wie findest du das Design? Ich wollte dir gerade sagen, ich bin ja jemand, der total aufs Design schaut. Gerade wenn man jetzt ein schönes Häuschen hat, dann möchte man natürlich auch gucken, dass das alles so ein bisschen passt. Und mich hat es am Anfang sofort an einen wunderschönen, hochwertigen Briefkasten erinnert. Oder? Mit diesem Dächchen vorne dran. Mit der Haube drüber, oder? Ja, ja. Es ist so, aber man kann süß sie nicht hochmachen. Man kann sie nicht hochmachen, genau. Briefe bekommen Sie hier keine. Aber Sie bekommen eben diese wunderschöne Temperaturanzeige, Barometer, Hygrometer und das Design. Egal, wo Sie das hinhängen, ob Sie es jetzt eher nach hinten in den Gartenbereich, vielleicht auf die Terrasse, auf den Balkon hängen oder wirklich im Eingangsbereich, das ist so schick und so wunderschön. Passt überall, wo Sie es haben möchten. Hier zum Beispiel im Gartenbereich. Auch eine tolle Idee. Auch eine schöne Idee. Also ich würde es dahin packen, wo man natürlich eine wetterzugewandte Seite hat. Wenn du das jetzt irgendwie permanent im Schatten hast oder irgendwo jetzt an der Hausseite, wo die Sonne wahrscheinlich nur einmal im Jahr oder was hinkommt, hast du da nicht allzu viel von. Auch nicht direkt in die Sonne bitte, einfach zur wetterzugewandten Seite. Das nicht bitte in die pralle Sonne knallen, sonst haut es Ihnen natürlich hier vom Temperaturergebnis ein Stück weit ein falsches Messergebnis um die Ohren. Ganz einfach irgendwo auf der Terrasse vielleicht unter einen kleinen Vorsprung platzieren und dann sieht man auf einen Blick, was Sache ist. Das Schöne ist, wir haben die sogar noch ein wenig wettergeschützt durch dieses kleine Dach, was du gerade schon erwähnt hast. Auf der Rückseite haben wir, glaube ich, gerade gesehen, eine kleine Aussparung für ein Häkchen oder für ein kleines Nägelchen. Das reicht völlig aus, weil so schwer ist sie nicht. Und zuverlässig natürlich auch die Wetterprognose sozusagen. Aber mal schauen im vorderen Teil. Haben wir hier bewölkt und Regen oder da Sonne? Also für mich persönlich wäre es also gerne in diese Richtung hier vom Ausschlag her, oder?
Bitte noch ein Stückchen hier rüber, dann sind wir glücklich. Also eine ganz, ganz tolle, übersichtliche Außenwetterstation, liebe Zuschauer. Hier haben Sie die Wetterprognose, unten haben Sie dann die Temperatur und sogar die Luftfeuchtigkeit. Also alles, was Sie brauchen, sehen Sie hier auf einen Blick, liebe Zuschauer. Und natürlich sind Sie bei Pearl TV und bekommen das zum TV-Sonderpreis. Normalerweise knapp 40 Euro, aber jetzt erhältlich für 21,76, liebe Zuschauer. Bestellen Sie jetzt mit der NC 6032 und der 569 gleich durchklingeln im Callcenter, solange es noch erhältlich ist. 0180 51 51 und dreimal die 2. Ja. Jetzt haben wir es schon angesprochen, Carsten. Wir wollen uns heute vor allem darauf konzentrieren. Jetzt haben Sie so ein tolles Barometer-Thermometer. Jetzt wissen Sie ganz genau, wie viel Grad es draußen ist. Es wird warm werden. Das wissen wir ganz genau. Man spürt es jetzt schon so langsam bei uns hier unten, dass jetzt die warmen Tage kommen. Ich habe ein bisschen geguckt, in den nächsten Tagen soll es richtig schön 19, Mittwoch, 20, dann 21 um die 20 Grad. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Das geht aber so schnell im Moment. Ich sag mal, wir kommen von 6, 7 Grad auf einmal dann, das wäre dann montags der Fall, dienstags dann wieder auf 20 Grad, richtig. Mittwoch dann wieder auf 10 Grad runter. Ist doch logisch, dass man irgendwann mal einen dicken Kopf bekommt. Es sei denn, man hat Möglichkeiten, die Temperatur dann entsprechend auszugleichen. Und insofern sind natürlich auch unsere Klimageräte, und wir kommen gleich noch auf das Prinzip der Verdunstungsluftkühlung zu sprechen, perfekt, gerade für diese momentane Übergangszeit, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Werden wir gleich noch besprechen. Aber das ist natürlich jetzt hier auch mal ein ganz klassischer Standventilator. Aber nicht so ein popeliger, wie die Sie schon seit vielen Jahren kennen. Die man mitunter schon mal in den Baumärkten, in den Fachgeschäften bekommt. Die sehen für mich irgendwie seit Jahren alle gleich aus, relativ unspektakulär. Das ist mal eine richtig schöne und edle Variante hier. Das gefällt mir richtig gut. Und alleine dieser stufenlos schwenk- und neigbare Kopf hier, das ist schon eine tolle Angelegenheit. Ja. Schau mal hier. Finde ich auch. Wunderbar. Ja. Ganz schön, und du hast es gesagt, so in den Baumärkten bekommt man meistens so weiße. Die werden dann so ein bisschen nach der Zeit beige, gelblich. Dunkelgelb. Furchtbar. Also wirklich, ich finde gerade bei solchen praktischen Geräten, wo man eben sagen muss, okay, Ventilator, auch Luftkühler, das braucht man einfach im Sommer. Die sollen aber natürlich auch was hermachen, liebe Zuschauer. Die sollen natürlich auch in ihre Wohnumgebung passen. Die sollen ihre Wohnzimmer, ihre Schlafzimmer aufwerten und nicht, dass man dann denkt, oh, da steht so ein hässlicher Ventilator. Daran haben wir gedacht, liebe Zuschauer. Und dieser tolle Raumventilator, natürlich neigbar, ist ein wunderschöner Hingucker, finde ich. Das macht wirklich richtig was her. Wie gesagt, ich habe Ventilatoren aller möglicher Couleur gesehen. Die meisten relativ unspektakulär in Silber. Und da setzt sich dann auch mal ganz gerne der Staub drauf. Ja. Finde ich also jetzt nicht so wirklich prickelnd. Bitte, ich bin da nicht meinungsführend, um Gottes Willen. Wenn Sie es mögen, bin ich der Letzte, der da was dagegen sagt. Aber das ist doch mal eine schöne Variante jetzt hier. Schwarz, schön dezent. Ja. Vor allen Dingen kannst du den auf den Boden stellen. Du kannst ihn auf dem Tisch platzieren. Und du hast natürlich auch drei verschiedene Stufen, auf denen man ihn einstellen kann, sodass sie entweder eine kleine Brise bekommen oder gerne mal einen richtig kräftigen Windhauch. Und das Schöne ist, gerade mit diesem Ventilator hier haben Sie eine perfekte, ja, wie soll man sagen, Luftvermischung im Raum. Denn man lernt das schon in der Schule, im Physikunterricht wird das gezeigt, dass eben kalte Luft unten ist und warme Luft nach oben steigt. Ja, richtig. Ja, und deswegen würde ich Ihnen immer raten, halten Sie den Ventilator vielleicht lieber in Richtung Boden, denn dann vermischt sich quasi die kalte oder die etwas kühlere Luft vom Boden mit der etwas wärmeren Luft im oberen Teil. Und dadurch kriegst du das perfekte Raumklima noch wesentlich schneller hin, als das mit jedem anderen Gerät überhaupt möglich ist. NX 7303 und die 569, liebe Zuschauer, für nur 28,41 zum TV-Sonderpreis erhältlich, liebe Zuschauer. Wirklich ein wunderbarer Ventilator. Und ich möchte wirklich im Sommer nicht mehr ohne Ventilator, nicht mehr ohne Luftkühler sein. Sie haben das letztes Jahr bestimmt auch erlebt. Vielleicht waren Sie einer der Glücklichen, der noch was abbekommen hat. Aber wir haben gesagt, dieses Jahr, liebe Zuschauer, fangen wir früher an, dass wirklich jeder einen abbekommt und jeder im Sommer dann diese frische Brise, diesen Windhauch, den man sich immer wünscht, auch eben zu Hause erleben kann mit einem tollen Ventilator. Ist einfach klasse. Und schau mal, so ein edles Teil. Sieht fantastisch aus. Übrigens auch vorne mit diesem schönen, engmaschigen Gitter. Also auch wenn Sie Haustiere haben, eine Katze, die man neugierig mit der Pfote dagegen tippt, oder von mir aus auch mal kleine Kinder, die Babys sind auch mal so neugierig und die haben eben nur mal so kleine Finger. Da musst du mal so höllisch aufpassen. Ja. Aber das kannst du da ohne weiteres
das locker trotzdem auf den Boden stellen. Also dazwischen zu kommen, das ist schon nahezu ausgeschlossen, behaupte ich an dieser Stelle. Hochwertig verarbeitet und das für keine 30 Euro. Also wer einen Ventilator sucht und ein schönes, außergewöhnliches Teil haben möchte, der ist, glaube ich, mit unserem hier definitiv ganz, ganz vorne mit dabei. Das ist ein echter Sichler und ich bin der Meinung, hier nicht nur von der Größe, sondern auch von der Optik und auch von der Verarbeitungsqualität ist der mehr als empfehlenswert. Ja, genau das finde ich auch. Ich finde auch super, dass der so schön leicht ist, dass man ihn vielleicht tagsüber einfach im Wohnzimmer haben kann. Abends dann mitnehmen ins Schlafzimmer, eine super Sache. Ich bin auch ein Riesenfan von unseren Ventilatoren. Ja. Klar, ich habe auch schon viele Ventilatoren in meinem Leben gesehen. Meistens eben weiße mit so riesigen Blättern, mit so, ja, unschön einfach. Und hier haben wir wirklich ein Modell. Sie sind so flexibel. Sie können es überall hin mitnehmen. Sie können es in jeden Raum mitnehmen. Sie können es neigen, sogar im Winter benutzen, dass diese Luftzirkulation einfach da ist. Ein gutes Thema sprichst du da übrigens an. Gerade diese Vortex-Windzirkulation, so wird sie in Fachkreisen gerne genannt, ist natürlich nicht nur etwas jetzt für die Sommermonate, wo du versuchst, also die warme Luft mit der möglichst kühlen Luft zu vermischen, damit ganz einfach die Raumtemperatur ein paar Grad runter geht, denn das reicht in der Regel häufig auch schon aus, gerade jetzt so in der Übergangszeit. Wir werden das Thema, wie gesagt, gleich bei den Verdunstungsluftkühlern nochmal aufgreifen, aber gerade auch in den Wintermonaten, kennen Sie das, da heizen Sie ganz ordentlich ein, da drehen Sie die Heizkörper auf, die Fußbodenheizung, das dauert ja alles, bis das dann entsprechend in Gang kommt. Je schneller das funktioniert, desto schneller fühlen wir uns natürlich wohl, Sie ganz genauso wie wir beide hier, und insofern haben Sie natürlich auch eine tolle Möglichkeit, im Winter dann die etwas kühlere Luft mit der wärmeren Luft zu vermischen, um ganz einfach die Heizleistung dann doch noch mal deutlich herunter zu revidieren. Also es gibt Fachleute, die behaupten, man hat hier eine Ersparnis allein schon bei der Heizleistung von ungefähr 60%. Ich werde es mal ausprobieren jetzt in den kommenden Wintermonaten. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen, bis dahin genießen wir den Sommer. Und damit wir den auch genießen können, braucht man Ventilator oder steht da. NX7303 und die 569, liebe Zuschauer, nur 2841. Seien Sie schnell, dass Sie dieses Jahr auf jeden Fall diese frische Brise bekommen. Es wird jetzt aber noch frischer bei uns, liebe Zuschauer, denn jetzt kommen wir zu einem absoluten Lieblingsthema meinerseits, ein Luftkühler. Ich kannte das ehrlich gesagt nicht. Ich kannte einen Ventilator und ich kannte eine Klimaanlage. Wie soll ich sagen? Das ist super toll, wenn die kühlt und es ist super toll, wenn man in der Wohnung richtig kühle Luft hat. Aber die Erkältungsgefahr ist da. Man übertreibt gerne mit einer Klimaanlage. Man macht dann diesen Temperaturunterschied einfach zu krass und hat dann im Sommer eine Erkältung. Ich könnte es ja wieder nicht lassen. Ja, wir reden ja seit einigen Wochen jetzt auch schon wieder über Verdunstungsluftkühler, über Klimaanlagen pro und contra, über Verdunstungsluftkühler pro und contra. Und all das, was ich Ihnen quasi in den letzten Wochen und auch im letzten Sommer vermittelt habe zum Thema Vorteile einer Klimaanlage, Vorteile eines Verdunstungsluftkühlers, habe ich heute Morgen komplett über den Haufen geworfen. Hast du? Ich saß also im Auto und komischerweise durch die Sonne oder was im Auto, es war brüllend heiß. Mhm. Fenster runter, ich sag mal, bei einer höheren Geschwindigkeit ist das nahezu ausgeschlossen. Ja. Also was habe ich gemacht? Klimaanlage an. Erstmal so 22, 23 Grad, aber die Erfrischung, die kam nicht. Mhm. Also natürlich drehst du irgendwann runter, um diese Kühlung zu haben. Ja. Eine Stunde hatte ich sie vielleicht laufen. Ja? Unterm Strich merkst du es auch im Spritverbrauch, du merkst es am Durchzug des Fahrzeugs. Aber worauf ich hinaus wollte, ich bin ausgestiegen, natürlich wieder in ganz normaler, warmer Luft, 20, 21, 22 Grad. Und zack hatte ich das Gefühl, mir geht die Nase zu. Also im Moment habe ich so wirklich das Gefühl, ich brüte eine Erkältung aus. Und das dann nach knappen Stunde. Will gar nicht wissen, wie das dann mal wieder im Sommer aussieht. Machen wir uns nichts vor, bei 40 Grad im Schatten und so Scherze braucht man eine Klimaanlage. Da kommt man nicht wirklich weit. Große Fensterfront, kennst du, Südseite, von morgens 9 bis abends um 9 die Sonne drauf, 12 Stunden. Da brauchen Sie eine vernünftige Klimaanlage, die das also ohne weiteres runterkühlen kann. Wenn Sie aber, ich sag mal, eine moderate Kühlleistung haben möchten, und das macht uns die Natur ganz einfach vor, eine gesunde Kühlung sozusagen, dann ist das Prinzip der Verdunstungsluftkühlung genau das Richtige. Und jeder, der jetzt denkt, was ist denn bitte Verdunstungsluftkühlung, kennt dieses Prinzip von seinem eigenen Körper. Da müssen wir gar nicht großartig erklären oder nicht zu physikalisch werden. Mhm. Ja. Schon mal geschwitzt? Natürlich. Ja, siehst du? Und genau das hat unser Kollege hier auch getan. Ich denke, dass Sie das zu Hause auch schon mal gemacht haben. Und wenn Sie schwitzen durch Sport, durch körperliche Anstrengung oder ganz einfach durch eine zu hohe Umgebungstemperatur, dann bildet der Körper einen leichten Schweißfilm. Kurzum, Sie fangen an zu schwitzen. Und das hängt natürlich auf der Haut drauf. Und durch die Luftverwirbelungen im Raum oder an der frischen Luft ist es ganz
einfach so, dass dieser Schweiß auf der Haut verdunstet. Ja. Ja? Und dann setzt das Prinzip der physikalischen Verdunstungskühlung ein. Mhm. Kennen Sie das? Sie stehen da und haben vor 3 Sekunden noch gedacht, ich kann mich kaum bewegen, so heiß ist mir. Der Körper fängt an zu schwitzen, es kommt ein leichter Luftzug und schon hat man so eine leichte Gänsehaut. Dann stellen sich die Härchen so auf. Das heißt, durch diese Verdunstung des Schweißes auf der Haut, durch die Bewegung der Luft in der Umgebung, ist es ganz einfach so, dass der Körper um 3-4 Grad moderat herunterkühlt. Und innerhalb von Sekundenbruchteilen fühlst du dich wieder pudelwohl. Und genau das machen wir hier auch. Wir haben 3 Stufen mit einem ganz klassischen Ventilator. Stufe 1, wenn du eine leichte Erfrischung brauchst. Stufe 3, wenn es gerne mal ein bisschen strammer werden darf. Mhm. Wenn du aber natürlich dann jetzt hier also auch nochmal, ich sag mal, also um 4-5 Grad runterkühlen möchtest, so dass du eben eine gesunde Luft abbekommst. Und ich weiß, dass das sehr naiv formuliert ist. Also kein medizinischer Begriff. Das ist mein eigenkreierter Begriff, den ich gerade von mir gebe. Aber das ist gesunde Luft, weil du eben keinen Temperaturunterschied von bis zu 15 Grad mitunter hast, sondern 3, 4, 5 moderate Grad. Und das ist perfekt. Du holst dir keinen steifen Nacken, keine Erkältung und bekommst trotzdem die Kühlleistung, die du in dem Moment brauchst. Genau das ist es. Und liebe Zuschauer, natürlich möchte man, wenn es wahnsinnig heiß ist, richtig kalte Luft. Aber das ist nicht so schlau. Denn genau dann passiert es mit der Erkältung. Ein paar Grad Unterschied, liebe Zuschauer, das macht schon so viel aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 28 Grad draußen haben, dann haben Sie diesen tollen Verdunstungsluftkühler. 3, 4, 5 Grad runter, dann haben Sie schon 22, 23 Grad. Und genau das ist das, was wahnsinnig angenehm ist, was gut ist und was auch eben okay ist, nicht aber so die Klimaanlage. Und das, was der Carsten jetzt gerade macht, sich direkt vor den Verdunstungsluftkühler zu setzen, dürfte er bei einer Klimaanlage nicht machen. Nee, garantiert nicht. Im Auto natürlich klar, was machst du? Also du hältst dir die Klimaanlage, wenn du sie dann auf niedrigste Stufe drehst, natürlich nicht auf die Füße, sondern direkt auf den Körper. Ja. Und ich merke auch, ich bin etwas angeschwitzt. Ich glaube, ich bin zu warm angezogen. Für Kölner Verhältnisse perfekt, aber für Breisgauer Verhältnisse ist das definitiv zu warm. Mhm. Also leichten Schwitz habe ich und ich käme jetzt nicht auf die Idee, mich in den kalten Luftzug einer Klimaanlage zu setzen, dann ist natürlich ein steifer Nacken, steife Glieder oder natürlich auch mal eine Erkältung vorprogrammiert. Bitte nur von kalter Luft kriegen Sie keine Erkältung. Da muss schon ein bisschen was mehr dazu. Also Viren oder Bakterien gehören da schon dazu. Aber natürlich ist das Immunsystem dann auch ein bisschen angeknackst. Man fühlt sich etwas unwohl und insofern ist da eine Erkältung vorprogrammiert bei einer klassischen Klimaanlage. Kennen Sie selber, muss ich Ihnen nicht erzählen. Haben Sie seit Jahren wahrscheinlich mehrmals im Sommer und das ist ja unangenehm. Eine Sommergrippe ist mit das Schlimmste, was ich persönlich kenne. Hier kann ich mich ohne weiteres sofort reinhängen. Ich habe einen ordentlich großen Tank. Das heißt, viele, viele Stunden habe ich Spaß dran. Und das hier einer der beliebtesten, weil man ihn so leicht transportieren kann. Mit den Rollen, mit den Griffen an der Seite. Das ist perfekt. Sieht aus, wenn ich einen Heiratsantrag mache hier, oder? Kannst du gerne tun. Liebe Zuschauer, das ist unsere 2. Lieferung. Er war ausverkauft eine ganze Weile jetzt. Und jetzt ist er da und lieferbar. Das heißt, jetzt bitte ganz, ganz schnell anrufen und bestellen. Es waren schon einige vorbestellt von unserer jetzigen Lieferung, dass sie noch welche abbekommen. Bitte gleich durchklingeln 0180 51 51 und 3x die 2 und bestellen mit der NX 1302 und der 569 für nur 66 41. Machen Sie das sofort. Die erste Lieferung komplett ausverkauft, die zweite eben schon auf den letzten Stückzahlen, also schnell sein. Das gilt auch bei unserem nächsten Gerät, denn das ist so einer meiner Top-Favoriten. Absolut. Das ist auch ein Verdunstungsluftkühler, Carsten, aber der hat noch so einige Specials dabei. Das ist richtig. Also jetzt sind wir natürlich mal in einem sehr professionellen Bereich unterwegs. Das erste Gerät, toll für den Einstieg. Können Sie super im Wohnzimmer abends auch mal auf dem Sofa nutzen, auch mal im Schlafzimmer, im Badezimmer, in der Küche, beim Kochen, spitze. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich brauche ganz einfach mal für den Wohnraum, dort, wo sich die meisten Menschen dann doch ganz gerne in ihrer Freizeit am häufigsten aufhalten, eine vernünftige und moderate Kühlleistung. Mhm. Eine, die mich nicht alle 2 Wochen in eine Erkältung treibt. Eine, wo ich nicht am nächsten Morgen denke, ich kann mich kaum bewegen, weil ich einen steifen Nacken habe. Und bitte die Luft, die mir da entgegenkommt, und das werden die Allergiker wahrscheinlich nachvollziehen können, irgendwas blüht da draußen. Ich weiß nicht, ob es Birken sind, das war so das Problem in den letzten Jahren. Irgendwas fliegt und wenn jetzt die Bauern anfangen, die Felder abzumähen, dann kommen viele also gar nicht mehr in den Genuss, vernünftig durchatmen zu können. Da willst du wenigstens zu Hause deine Ruhe haben. Kühle Luft brauchst du und eine ausgereinigte Luft, die frei von Pollen, von Viren und Bakterien ist. Und deswegen ist hier nicht nur wieder ein Ventilator drin, den du auf 3 Stufen einstellen kannst,
und zusätzlich das Prinzip der physikalischen Verdunstungskühlung. Auch hier ein Wassertank, wo du noch mal 1-2 Grad zusätzlich runterkühlen kannst. Wir haben einen Ionisator mit dabei und dieser Ionisator filtert zuverlässig die Kleinstpartikel aus der Luft raus. Und das können eben Viren, Pollen, Bakterien sein. Das kann auch mal ein Abrieb von mir aus vom Teppichboden sein. Ja, ich sag mal, diese Kunstfaser oder was, wenn du da mit dem Schuh drüber gehst, reibt sich das ab. Und normalerweise atmest du sowas ein. Und dass man dann irgendwann von mir aus mal einen kratzigen Hals bekommt. Mhm. Dass man auf einmal dann anfängt, also auch die Allergie dann auszubrüten. Ganz das ist doch klar. Ganz logisch. Und ja. Was machen sie? Sie laufen in die Apotheke und kaufen für teures Geld irgendwelche Dinge, die sie da irgendwie durch den Tag bringen können. Dabei ist es tatsächlich so einfach, in gesunder Luft eine vernünftige Kühlleistung zu erfahren. Wir können das natürlich jetzt hier auch sehr schön im oberen Teil bedienen oder noch komfortabler über die Fernbedienung. Wir reden von einem richtigen Designobjekt, was wir jetzt hier haben. Und da kannst du direkt vom Sofa aus dann zuschalten. Entweder die Geschwindigkeit, du kannst aber auch den Ionisator mit dazustellen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte jetzt von mir aus auch den Timer zustellen. Wir haben es gesehen, da ist also auch noch eine Zeitschaltuhr mit dabei. Mhm. Denn viele sagen, pass mal auf, im Schlafzimmer ist das Gold wert. Oh, absolut. Frag mal Ralf. Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade mit ihm unterhalten. Das war so schlimm für ihn letztes Jahr, ne? Ja, was sagt er, 4 oder 5 Mal? Ich kann es nicht nachvollziehen, also das macht er für sich. Aber 4, 5 Mal, sagt er, pro Nacht war eigentlich keine Seltenheit. Immer wieder unter die kalte Dusche, die Nachbarn werden sich auch bedankt haben. Dann wieder ins Bett, so, und dann geht das natürlich nach 2 Minuten wieder von vorne los. Sagt er, ich war völlig gerädert, wie man bei uns so schön sagt. Hier stellst du das Teil ganz einfach ins Schlafzimmer, stellst dir von mir aus den Timer ein auf 1 Stunde. Dann kannst du zufrieden und glücklich einschlafen. Du hast gefilterte Luft, du hast kühle Luft, du hast perfektes Klima im Schlafzimmer. Ja. Und nach 1 Stunde geht die Maschine automatisch aus. Musst du dir also auch keine Gedanken um den Verbrauch machen. Wobei, selbst wenn du das tust, auch kein Thema, 65 Watt gegenüber 2500 Watt von der Klimaanlage. Klima, ja. Also den Verbrauch kannst du ohne weiteres vernachlässigen. Liebe Zuschauer, Sie bekommen hier wirklich ein wahnsinnig tolles Kompaktgerät, denn Sie haben einen Verdunstungsluftkühler. Sie haben natürlich auch gleichzeitig einen Ventilator. Sie haben diese tolle Swing-Funktion. Rechts und links alles schön im Raum verteilen, dass eben der ganze Raum erfrischt wird von dieser Luft. Verdunstungsluftkühler, umso kälter das Wasser ist, das Sie in den Wassertank einfüllen, umso kälter ist auch die Verdunstungsluft, die heraustritt. Vielleicht sogar im Hochsommer dann 3, 4 Eiswürfel unten mit reinwerfen, ne, ja, dann wird es noch ein bisschen kühler. Ja, ganz genau, das machen viele, und den Tipp, den haben wir im letzten Jahr im Spätsommer von einem Kunden bekommen, der sagte immer, Roland, man kann also auch ohne weiteres da jetzt mal 2, 3 Eiswürfel in den Tank unten reinpacken, dann hast du noch mal 1-2 Grad Kühlleistung extra. Das ist perfekt, und wir wissen auch, dass das ein sehr abstraktes Thema ist. Ja. Luftfiltern von etwas, was man nicht sieht. Richtig. Kühlleistung, die Sie zu Hause natürlich über die Kamera, über Ihren Fernseher jetzt so nicht erfahren können. Ich kann Ihnen nur aus persönlicher Erfahrung sagen, und ich glaube, das schließt dich mit ein, Jana, auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis, aus dem familiären Kreis, die habe ich im Spätsommer letzten Jahres, als wir dann endlich wieder liefern konnten, dann auch ordentlich dann auch versorgt mit den entsprechenden Geräten. Jeder Einzelne, der dieses Prinzip der physikalischen Verdunstungskühlung mal für sich entdeckt hat, der sagt, Mensch, ist das eine tolle Angelegenheit. Das ist mein Schwiegervater, der also auch sofort hier gerufen hat, wenn es um Erkältungen ging, ist komplett begeistert. Der hat seine teure Klimaanlage aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen. Das war auch noch hässlich, das komische Ding, was da von außen an der Scheibe hing. Hat richtig umgebaut und so weiter, hat noch Mauern müssen. Man sagte, das war es mir wert, weil ganz einfach die Erkältung ausbleibt. Der ist morgens auch aufgestanden und sagte, ich musste erst mal gucken, dass ich mich irgendwie wieder gerade ziehe und mich wieder bewegen konnte. Und das ist ein sehr aktiver Mann, der also immer unterwegs war. Er sagte, das Prinzip ist mit das Beste, was mir passieren konnte. Sagte, und vielen Dank für den Tipp. Ich so, gerne. Schön, wenn ich Ihnen Gefallen tun konnte. Ja, absolut. Liebe Zuschauer, hier sehen Sie noch ein Presseurteil. 4 von 5 Sternen. Fazit, wenn es im Sommer zu heiß ist, der bekommt mit dem LW440 einen Luftkühler, der diesen Umstand problemlos entgegentreten kann. Und genau so ist es. Vergessen Sie bitte nicht, wir sprechen hier von einem Ganzjahresgerät durch diesen Luftreiniger und Luftbefeuchter. Auch im Winter Heizungsluft ist ganz, ganz schwierig. Luftbefeuchter ist dabei, es ist ein Luftreiniger dabei. Das heißt, es ist wirklich ein Gerät, das Sie das ganze Jahr gebrauchen können. Und deshalb, da wir hier auch schon bei der zweiten Lieferung sind, liebe Zuschauer, die erste komplett ausverkauft, die zweite ist jetzt eingetroffen und jetzt lieferbar. Also bitte gleich bestellen. NX1308 und die 569 113,91 €, liebe Zuschauer, für so ein tolles Gerät. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wir bleiben beim Thema ausverkauft. Und da haben wir jetzt das nächste Problem, liebe Zuschauer. Wir haben noch gar nicht vor so langer Zeit angefangen mit den Luftkühlern. Wir haben gesagt, so, dieses Jahr fangen wir ganz, ganz früh an, dass alle was abbekommen, dass es hier keine Ausfälle gibt, dass was nicht mehr lieferbar ist.
war es, liebe Zuschauer, aber so schnell, oder? Also wir haben mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir innerhalb von 2 Wochen die erste Charge, die wir eigentlich für das komplette Frühjahr eingeplant haben, ja, nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, dass wir die innerhalb von 2 Wochen komplett ausverkaufen. Und das hier definitiv das beliebteste Modell von allen, was wir hatten. Natürlich sind auch die kleinen Geräte super, wenn man mal einen schnellen Transport haben möchte von einem Raum in den anderen. Wenn du aber jetzt größere Räume hast und der durchschnittliche Wohnraum, ich sag mal, in deutschen Haushalten liegt statistisch gesehen bei ungefähr 42 Quadratmeter. Ja. Dann brauchst du natürlich mitunter, gerade dann, wenn du jetzt nicht unbedingt 20 oder 30 Minuten warten möchtest, bis die Kühlleistung einsetzt, weil das dauert schon eine ganze, ein paar Minuten bei großen Räumen, die ganze Luft umzuwälzen, nimmst du ganz einfach ein etwas größeres Gerät mit etwas mehr Leistung. Und das hier ist jetzt einer unserer Versandrückläufer. Wir haben viele Kunden gehabt, die gesagt haben, du, in diesem Jahr bestelle ich mir gleich für die ganze Familie. Schick mir doch mal so eine halbe Euro-Palette nach Hause. Ja, und dann sind die Geräte verteilt worden. Der eine oder andere hat dann vielleicht schon an anderer Stelle zugegriffen. Einige sind zurückgekommen und die bieten wir aktuell an, weil wir Neugeräte oder auf die Neugeräte noch warten. Die werden in ungefähr 2 bis 3 Wochen kommen, sagte uns der Lieferant. Das dürfte ungefähr so der Termin sein, so Ende Mai. Auch schon super für den Sommer, aber wer jetzt auch noch die Übergangszeit mit gesunder Kühlung genießen möchte, ist mit diesem Gerät als geprüfter Leasingrückläufer oder als geprüfter Versandrückläufer absolut bestens bedient. Ja, weil die Versandrückläufer, liebe Zuschauer, die haben keinerlei Schäden. Die werden natürlich alle vorher durchgecheckt und wir geben natürlich nur Ware raus, die absolut in Ordnung ist, liebe Zuschauer. Und hier haben Sie jetzt einfach die Möglichkeit, durch diese tollen Versandrückläufer sofort dafür zu sorgen, dass Sie einen Luftkühler zu Hause haben. Und wir haben es gesagt, eins der beliebtesten Geräte, und das hat natürlich mehrere Gründe, liebe Zuschauer. Ich finde den super, weil er auch super kompakt ist, auf Rollen steht, hier wieder Griffe hat zum einfach rumschieben. Mit in die Küche, mit ins Wohnzimmer, mit ins Schlafzimmer, egal wo Sie die Kühlung gerade haben möchten. Mein zweiter Punkt, ich habe mich für diesen Luftkühler entschieden, war der große Wassertank auch. Ja, ist richtig. Das war auch Tenor vieler unserer Kunden, auch aus privaten Gesprächen heraus habe ich das so verstanden, weil wir hier locker einen 20-Liter-Tank haben. Das Gerät, was wir vorher, das Designerteil, was wir kennengelernt haben, das, da passen 2,25 Liter rein, da kommst du schon mal ein paar Stunden mit, kannst einen Tank rausnehmen und am Wasserhahn ganz einfach wieder füllen. Hier ist ein 20-Liter-Tank drin und selbst wenn Sie den auf volle Pulle laufen lassen, haben Sie locker ungefähr 2 Tage Zeit, bis der Tank wieder gefüllt werden muss. Hier sind sehr komfortable Einlassstutzen an der Seite dran. Man muss den Tank also auch nicht rausnehmen. Das machst du mit der Kaffeekanne, mit der Wasserkanne von mir aus, oder mit der Gießkanne kannst du ganz einfach nachfüllen. Da werden unsere Zuschauer sicherlich genug Fantasie entwickeln können. Aber du hast hier ganz einfach den Vorteil, dass du eine richtig stramme Leistung hast. Und wenn man sich das mal anschaut, wenn man allein nicht mal ein bisschen Zahlenspielerei macht, wir haben ein Verdunstungsvolumen von 400 Milliliter Wasser. Reines Wasser, Leitungswasser, kein destilliertes, abgekochtes oder geschlepptes aus dem Supermarkt. Ganz einfaches Leitungswasser. 400 Milliliter pro Stunde. Maximal wohlgemerkt, muss man dazu sagen. Und ein Luftvolumen von 550 Kubikmeter pro Stunde. Wenn wir jetzt da nochmal die eigentliche Raumgröße von ungefähr 42 Quadratmeter, sagen wir ungefähr 40 Quadratmeter zugrunde nehmen, dann ist es tatsächlich so, dass die komplette Raumluft ungefähr 11 oder 12 Mal pro Stunde von diesem Gerät umgewälzt wird. Mhm. Und das ist perfekt. Absolut. Denn wir reden hier nicht nur von einer Kühlleistung. Auch hier ist wieder ein Ionisator mit drin, ein Luftreiniger drin, der ganz hervorragend dafür sorgt, dass diese Kleinstpartikel, die dich piesacken können, aus der Luft herausgefiltert werden. Das heißt, die Luft, die dir entgegengepustet wird, egal ob du im Bett liegst, auf dem Sofa sitzt oder von mir aus in der Küche kochst, die ist nicht nur richtig schön angenehm kühl, die ist doch komplett ausgereinigt. Und das sehen wir hier nochmal, was der Ionisator alles aus der Luft, was das Filtersystem alles aus der Luft herausnimmt. Das macht normalerweise dein Lungenfilter hier. Genau, und liebe Zuschauer, Staub, Milben, Zigarettenrauch, Viren und Bakterien und Pollen, das ist was in der Luft rumschwirrt, was Sie nicht einatmen sollen. Das ist nicht gesund für uns. Und deshalb bitte, wenn Sie sagen, ich möchte einen Luftverdunster, einen Luftkühler ohne Ionisator, dann kaufen Sie sich bitte extra noch einen Luftreiniger, weil das so ein wichtiges Thema ist. Aber hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, ein Komplettgerät zu bekommen, das einfach alles dabei hat, was Sie möchten. Und ich möchte mal gerne die Rückseite zeigen, Carsten, sehr gerne. Weil ich mich immer dafür interessiert habe, wie das genau funktioniert. Und ich finde, gerade auf der Rückseite
Rückseite mit diesen Waben. Das sieht so toll aus. Sehr spacig gemacht. Ist richtig toll und wie dann das Wasser dadurch fließt. Das ist so eine tolle Möglichkeit, eben auch jetzt Ihnen nochmal hier zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Das Wasser ist unten im Wassertank drin und geht jetzt eben auch durch dieses Filtersystem, ne, nach oben. Ganz genau, richtig. Und da wird eben also auch diese Filterleistung zu erwarten sein, liebe Zuschauer. Nochmal bitte, bei 550 Kubikmeter Luftvolumen pro Stunde. Das wenn wir mal so einen, kann man leicht rechnen, einen 55 Quadratmeter großen Wohnraum, und den werden die wenigsten wahrscheinlich haben, der wird locker 10-mal pro Stunde komplett von seiner Raumluft umgewälzt. Ja. Also wenn da auch nur ein kleinstes Fitzelchen übrig bleibt, zeigen Sie mir das bitte mal. Das Filtersystem ist absolut ausgereift und nur fantastisch. Übrigens habe ich die Batterien wieder in die Fernbedienung reingepackt. Die kannst du also auch mal aus 1,50 Meter fallen lassen, packst die Batterien wieder rein, funktioniert wieder. Angenehm finde ich das Ganze und vor allen Dingen eine gesunde Kühlleistung und das in einem sehr, sehr schicken Gewand hier. Übrigens auch mit Kabelaufwicklung, Rollen drunter, ja, alles perfekt. Absolut perfekt, liebe Zuschauer. Bestellen Sie jetzt unseren tollen Versandrückläufer mit der NC 5769 und der 569 und dann kann der Sommer kommen. Ja.